Hallo, willkommen im Wald, willkommen bei Landesforsten. Heute möchten wir euch ein etwas anderes Wasserrad zeigen, die Wasserschraube. Wie wir diese Wasserschraube bauen und was wir dafür benötigen, zeigen wir euch jetzt. So soll unsere Wasserschraube später mal aussehen. Dafür benötigen wir kleine Haselnussstäbe, etwas dickere, 50 Cent stark etwa, Haselnussstöcke, eine Astgabel und ein gerades Stück Holunder. Als Werkzeuge ein Messer mit Ahle oder ein Nagelbohrer, eine Säge und ein Messer. Zuerst schneiden wir aus einem Teil von dem dickeren Haselnuss 4 etwa 6 cm lange Stücke. Am besten geht das mit der Säge heraus, dass wir 4 gleich große Stücke bekommen. Dann müsst ihr eure Stöcke hälften. Und dann wollen wir da kleine, dünne Schaufeln ausschneiden, dass wir solche kleine Schaufeln bekommen. Diese Schaufeln müssen wir an einer Seite ein bisschen anspitzen und davon brauchen wir 8 Stück. Der nächste Schritt ist, wir nehmen uns unseren Holunder mit der Ahle oder mit dem Bohrer und bohren in den Holunder ein Loch hinein. Dann nehmen wir unsere Schaufeln, drehen die Schaufeln in den Holunder, dass die Schaufeln schräg zum Holunder stehen. Dann schauen wir, wo das Ende ist von der Schaufel und bohren da das nächste Loch und dann drehen wir die nächste Schaufel ein, im selben Winkel, dann wieder ein Loch bohren, die nächste Schaufel eindrehen. So, wenn ihr dann die letzte Schaufel drin habt, dann muss das einmal spiralförmig rumgehen und immer am Ende von der Schaufel kommt das nächste Loch. Dann brauchen wir noch von dem dünneren Haselnuss 2 gerade Stücke, was wir hier als Spitze reinmachen und hier hinten als Auflage für die Astgabel. Diese Teile müssen gerade sein. Eine Seite anspitzen und in den Holunder, in das Mark vom Holunder hineinstecken. Möglichst gerade, damit das später nicht eiert. Das Wasserrad rund läuft. Dann brauchen wir noch eine Spitze. Diese Spitze stecken wir auf der anderen Seite von der Wasserschraube.
So. Jetzt ist die Wasserschraube schon soweit fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Lager. Für hinten nehmen wir die Astgabel. Und für vorne werden wir das andere dicke Holz vom Haselnuss in der Mitte aufspalten. Mit dem Messer eine Kerbe bohren. Dann kommt die Spitze in die Kerbe. Und wie ihr die Wasserschraube im Bachlauf aufbauen müsst, das zeigen wir euch gleich am Bach. Und so müsst ihr die Wasserschraube im Bach aufbauen. Vorne das gespaltene Teil, hinten die Astgabel. Da haben wir eine Wasserschraube für euch aufgebaut mit 4 Schaufeln und hier eine Wasserschraube mit 8 Schaufeln. Geht mal an den Bach, probiert es aus und schaut mal, was es alles Interessantes im Bach und am Bach zu entdecken gibt. Und stellt euch mal die Frage, was hat der Wald mit dem Wasser zu tun und umgekehrt. Viel Spaß, tschüss.